Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zum sechsten Teil, wir sind beim sechsten Teil, ja. Wir haben hier vorgestern, also ist schon wieder ein Moment her, habe ich noch das dazu gekauft, jetzt bräuchten wir noch das hier und dann wären wir einigermaßen dabei. Ich habe es deswegen gekauft, weil ich hier schon wieder am Maximum war. Also 500 draufgerechnet sind wir bei 620, das ist Maximum. Deswegen habe ich das noch gekauft, damit ich es jetzt nicht vergesse. Ich hätte es aber nicht vergessen. Auch was, ne? Also gut. Wie geht's weiter? Wir haben keine Arbeiter zugewiesen an der zweiten Goldbaustelle. Hier, okay, das wissen wir. Das ist der Skulpturenmacher quasi, der interessant wird, aber nur hier für diese Sachen, die hier drin sind. Also einmal die Springbrunnen-Skulptur und dieses Meisterwerk mechanischer Springbrunnen. Das müssen wir irgendwann anfangen zu bauen. Zudem brauchen wir den auch hierfür. Da brauchen wir auch eine Skulptur, wie ihr seht. Hat halt auch was mit Prunk zu tun, glaube ich. Da muss man mal gucken. Also die müssen wir auch demnächst Boah, ich habe schon wieder Schluck auf. Wieso habe ich immer Schluck auf, wenn ich hiermit anfange? Merkwürdig, ich habe gerade einen Kaffee getrunken, vielleicht deswegen. Man weiß es nicht. Hier ist nur einer drin. Wie viel habe ich denn insgesamt an 11? Ich will das mit dem Marmor nicht übertreiben. Andererseits ist es eigentlich auch wurscht. Ich könnte auch zwei nahe setzen. Heil die Wild ist ein Bergarbeiter, ne? Könnte ich auch durchaus irgendwo anders hier in die Goldmine oder sonst irgendwo reinstecken. Und die würden, die haben ja ein Level letzten Endes, ne? Also, ne? Hier, die haben alle zwar jetzt Level 1, aber hier vorne die hier drin sind, die sollten doch schon, ne? Das ist schon Level 3. Und ich schätze mal, oder beziehungsweise hier, die dürften ja sogar noch weiter sein. Doch, hier, Bergarbeiter Level 4, ne? Habe ich ihn direkt getroffen. Gut, alles klar, wir fangen mal an hier. Lass doch mal los, Mann. Und dann gehen wir nochmal weiter durch. Hier ist... Was kann ich denn da ansetzen? Bis jetzt habe ich da noch nichts. Also ich kann hier, wie gesagt, Schmuck ansetzen, aber ich lasse es erst nochmal vollkommen leer, weil da muss ich auch noch keine reinstellen, weil ich habe noch keinen Schmuck, ne? Aber das mache ich gleich. Ich würde gerne noch hier bitte ein Stück Wohngebiet wegnehmen. Hier können sie noch dran, weil ich will eventuell hier die Kirche noch dahinter setzen, weil es gibt noch eine Kirche. Ne? Also wir haben hier die Dorfkirche und wir haben gleich irgendwann noch eine Kirche. So, jetzt lass uns mal gucken, was der Vogt will. Also hier geht's. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf diesem zweiten Stein hier. Da würde ich auch sagen, wir nehmen erst die vorderen, weil die haben wir ja schon drin im... Hier, der war's, ne? Ja, gut. Dann soll der das mal checken hier, das Ding. Und wir gucken weiter. Ist der schon fertig? Er ist schon fertig. Da setzen wir nochmal zwei Stück rein. Oh, was ist denn hier? Ein Hinweis. Mein Handy hat mir einen Hinweis geschickt. Hier können wir auch noch einen reinsetzen, weil Eisen brauchen wir definitiv. Nicht nur wegen den Werkzeugen. Die haben wir zwar auch schon 150 Stück. Müssten wir nochmal ein Lager machen für, ehrlich gesagt. Gib mir mal Lager bitte. Hier noch eins hin oder hier. Ist ja schon eins, aber... Ist egal, da muss noch eins hin. Das ist ja voll. Blöderweise nicht ein... nicht ein Slot für... Werkzeuge. Die haben wir hier reingemacht, oder wo war das? Nee, wo haben wir die denn reingemacht? Hier? Da. Da sind 100 Werkzeuge drin, da haben wir die vorher reingekauft. Aber seitdem haben wir kein
Lager mehr gebaut für Werkzeuge. Müssen wir machen. Gut. Er ist am Machen. Ich würde sagen, ich packe hier direkt in die Nähe noch zu dem Goldschmied. Zu der Goldschmelze noch den Goldschmied. Wo ist denn das Ding? Schmiede, Glashütte, Eisenschmelz. Hier. Goldschmelze, Juwelierwerkstatt. Okay. Machen wir gerade hier rein. Oder? Oder hier? Eigentlich ist es ja hier. Hier könnten wir das doch ohne weiteres noch. Oder? Vielleicht so rumgedreht. Haben die da noch genug Platz? Ja klar. Kommen wir mitten rein. So. Zudem, wie gesagt, wir brauchen gleich das Eck hier. Was haben wir in Wochen? Woche 3, Tag 4. 490. 500. Soll ich? Ich muss sowieso was machen mit dem Geld. Ich nehme das mit. Und jetzt. Oh, plus 3. Oh, 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 oh. Die bauen wir. Und jetzt machen wir hier Wohngebiet raus. Das sowieso auch hier hinten, ne? Mal auch Wohngebiet draus machen. Weil die Jungs sich dann da ansiedeln, klar, ne? Hoffe ich. Beziehungsweise muss man dann halt eh mal gucken, weil die Brüder hier, schätze ich mal, lass mich mal gucken, was hast du? Komfort 17. Komfortmangel 52. Ach du grüne Scheiße. Wie weit hatten der? Warte mal, das sehen wir hier gar nicht. Sondern das sehen wir nur, wenn wir hier reingehen. Der hat 100 Meter bis zu seiner Wohnung. So, jetzt müssten wir mal gucken, wo ist ein Eduin? Eduin müsste ja hier irgendwo. Na, das ist halt die Frage. Wie kriege ich den jetzt raus? Warte mal. Doch, das kriege ich raus. Indem ich hier reingehe, dann hier, dann suche ich mir Eduin. Eduin und suche mir das Zuhause. Genau. Das Zuhause ist das hier. Der hat es also eigentlich gar nicht so weit. Ich könnte ihn hier rausschmeißen. Glasia, ist das die andere hier? Wären die zwei. Ich schmeiß die einfach mal hier raus. Ich will mal sehen, was dann passiert. Du raus. Na komm. Und du raus. Und dann will ich mal sehen, ob die sich hier oben eine neue Hütte bauen. Schauen wir mal. Ich mach das Abbaugebiet auch noch ein bisschen größer hier. Mal hier ein bisschen Luft drumherum haben. Gut, dann geht es weiter. Wie waren wir denn eigentlich hier mit unseren... Komm nicht in die Gänge hier unten. Was wir auch unbedingt machen müssen, ist den nächsten Marktplatz planen. Die haben ja sicherlich hier... relative Einzugsbereich. Ich würde fast sagen, hier auf diese Fläche hier. Wir brauchen auf jeden Fall für die hier den Marktplatz. Und für die müssen uns ja hier noch ein bisschen ausbreiten. Hier kommen ja auch noch Fische hin. Hier hinten auch. Wir müssen hier über den Fluss. Könnten wir übrigens auch gleich machen, könnten hier
eine Brücke hinbauen, dann wären wir schon hier üben. Mal gucken. Mal gucken. So. Wir nehmen uns nochmal einen Marktplatz, hauen den hier rein. Bisschen weiter vielleicht noch hier. Egal. Natürlich auch blöd, weil die natürlich hier hinten keine Kirche haben. Wie macht man das eigentlich? Baut man dann eigentlich einfach nur noch eine? Also, quasi, ich mache jetzt mal, obwohl, das ist ja eigentlich zu viel, ne? Machen wir das nochmal weg, nehmen nochmal hier so ein Warending und dann halt einen Luxusstand. Würde ich halt auch definitiv dran schon mal hauen, weil brauchen wir. Oh, 200. Tag 2. Lager ausgebaut. Okay, Bauer, da setzen wir direkt einen rein. Ich habe 5 freie Leute. Bitte nochmal Werkzeuge einlagern. Was ich eben noch sagen wollte. Nicht nur Werkzeuge, sondern es gibt später die Haushaltswaren, die brauchen auch Eisen. Und es gibt noch die Schwerter, die brauchen Eisen. Und wenn ich mich nicht total irre, ist die Kerze auch noch mit Eisen dran. Also Eisen brauchen wir noch und nöcher. Deswegen habe ich hier vollgesetzt und die da auch schon mal 2 Stück rein. Der andere ist ja noch gar nicht fertig. Beziehungsweise habe ich den gar nicht gebaut, ne? Oder? Doch, ist dran, ist dran. Gut, alles klar, dann nochmal weiter hier. Das habe ich zugewiesen, das ist in Ordnung. Da kann ich im Moment nicht bauen, weil ich vielleicht ein bisschen befördern muss, wenigstens. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Ist ja auch noch nicht so wichtig. Ne? Also, kann es auch nochmal zumachen. Das Bauprojekt bleibt bestehen. Also das steht hier unten so, ne? Brauche ich nur draufklicken und dann bauen und dann ist es in Ordnung. Was wollte ich? Weiter gucken. Hier haben wir die ersten Holzfäller. Setzen wir mal einen rein. Habe ich dem angegeben, dass er das hier wegmachen kann? Habe ich. Aber noch mehr, ne? Kann ja mal alles weg hier. Mal fort. Das auch. Hier haben wir noch, brauchen wir noch einen Baumeister. Goldschmelze ist gebaut. Hier brauchen wir natürlich auch Leute. Da setzen wir direkt 2 rein, obwohl Gold ist gar nicht so wichtig, meine ich. Also, klar, wir brauchen es nachher für diesen Brunnen und so weiter. Den wir auch so langsam mal ansetzen sollten. Wir brauchen nämlich Prunk ein bisschen. Ich würde vielleicht mal die Schafsstatue aufstellen. Und das Ganze ein bisschen. Oder baut man es zentral hier irgendwo? Aber auch nichts zusetzen. Bau das Ding mal hier hin. Feuer frei. Zudem setzen wir jetzt dann auch mal Meisterwerk Springbrunnen Skulptur. Nee, das kommt dann da drauf, dann irgendwie noch sowas. Ja, muss da mal näher ran. Ach so, das sind nur so. Kann man hochmachen. Ah ja.
Gut, dann das hier oben drauf, das kann man auch hoch machen. Und dann kommen, was wollen wir nehmen? Gold oder Marmor? Wir haben ja Gold, also warum nicht Gold? Dann setzen wir mal hier diese Goldfiguren hin. Hier oben, ganz oben, noch eine Marmorfigur. Komm her. Egal. Machen wir das mal so. Dann hat der Kollege auch eine Berechtigung. Auch das starte ich jetzt erstmal nicht, weil das kostet mich. Wie viel kostet mich das denn an Gold? Scheinbar gar nichts. Merkwürdig. Warte einen Moment. Mal einen Träger rein. Und dann mal hier Bären und Fische. Der hier hatte Holz und Stein. Das ist okay. Haben wir jetzt so langsam den 7. Tag rum? Nein, haben wir noch nicht. Bin ich da mal überlegen, das scheint gar kein Gold zu kosten. Aber es gibt Prunk, plus 15, guckt euch das an. Hier kriegen wir unseren Prunk her. Ich glaube, ich brauche dafür kein Gold. Habe ich auch nicht gebraucht. So, ich kann befördern. Befördern. Erstmal gucken, wer so richtig scheiße drauf ist. Oder war es das auch schon? Zumindest für die. Habe ich hier noch einen 75er gesehen? Die sind eigentlich alle soweit zufrieden. Ich will es mal nicht übertreiben. Ich lass mal das kurz so. Noch haben wir 5 Tage. Mönch nähert sich, darf ich nicht vergessen. Den hölzernen Wehrturm sollten wir so langsam auch mal bauen. Zum einen für die Soldaten, dass wir da mal ein bisschen Soldaten rekrutieren können. Die können dann nämlich losgehen und können irgendwelche Aufgaben erfüllen. Ist auch relativ easy, also jetzt nicht wirklich ein Problem. Hä? Wo gab's denn den Wehrturm? Da. Da gab's den Wehrturm. Ich baue den mal hier hin. Erstmal das Hauptgebäude. Machen wir mal ein bisschen größer. Und jetzt sehen. So. Hauptgebäude. Dann die Eingangstür. Können wir aber auch hier neben noch eine dran machen, irgendwo, wenn wir wollen. So, und dann brauchen wir noch einen Anbau. Erweiterung A. Und wir machen noch eine Steinerweiterung auch noch rein. Weil wir können dort auch Schatzkammern ansetzen. Seht euch das an, wenn wir hier die hoch machen, kriegen wir hier eine Raumgröße, wo auch mehr Leute reingehen. Guckt euch das an. Na gut, ich mach den mal so hoch. Den am besten dann auch noch ein bisschen höher. Oder ich mach das weg und mache hier auch noch eine Steinerweiterung. Erst schon mal so. Das sieht doch schon mal gut aus. Geld haben wir noch keins, gleich. Mönch, was will der? Was willst du? Mal kurz gucken. Königreich wäre schon nicht schlecht.
Aber wir könnten auch unserer Arbeiterschaft mal helfen, weil Taverne, das können wir alles schon lernen hier. Ich werde mal dem Volk helfen. Und ich tue es auch direkt hier kaufen und liefere 50 Holz, was mir dann ermöglicht, die Taverne und das Taverne-Steinset noch zu kaufen. Den Handelsbonus, da müssen wir gleich hin. Haben wir noch nicht genug. Gut. Alles klar. Dann heißt das Taverne bauen. Ist eigentlich ein schöner Platz für die Taverne, oder? Bauen. Taverne ist auch so eine Sache. Taverne kann man größer machen. Taverne muss auch, glaube ich, später größer gemacht werden. Ich baue das hier hin. Warum eigentlich nicht? Warte mal, ich mache das Wohngebiet hier auch noch weg. Also der hat wirklich hier einen prädestinierten Wohnplatz. Jetzt nicht mehr geben. So, und jetzt gucken wir mal. Hier gibt es jetzt die Hopfenfarm. Die braucht auch einen Haufen Platz. Aber ich glaube, da sind wir hier eigentlich schon ganz gut dabei. Ich brauche hier aber noch einen Holzfäller. Der muss das Zeug mal wegmachen hier. Nichts, was da bleibt, sondern nur, was da wegmacht. Das war die Hopfenfarm und das ist die Brauerei. Diese zwei Sachen brauche ich auf jeden Fall. Also, wir setzen hier die Hopfenfarm. Und gleich nebendran die Brauerei. Und das ist noch nicht das Brauhaus. Nee. Oh, ich habe keine Asche mehr. Also diese Beförderung hier, ich glaube, das war's. Freunde. Ja. Sieht nicht gut aus. Wo mache ich einen Eingang hier in Feller? So rum. Es ist letzten Endes egal. Raus hier hin. Mittlerweile habe ich ein paar Sachen im Bau quasi oder noch nicht im Bau, also schon geplant, aber noch nicht gedrückt. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Die sind schon dran hier, die Brüder. Was haben wir? Plus null Bewohner ist auch. Lass mal so. Das Problem ist halt, wenn wir auch Bewohner dazu kriegen, immer kriegen wir natürlich auch immer mehr Probleme dazu, ist auch klar. Ich meine, wir brauchen die Bewohner, keine Frage. Aber so ein schönes, langsames Wachstum ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Kaffee ist eiskalt. Boah. Boah. Gut. Egal. Brauerei haben wir. Hopfenfarm haben wir auch, das muss weg. Wir brauchen also Holz. Brüder. Ne? Würde ich sagen, machen wir mal hier direkt mitten rein. Bauen. Müssen wir den Wald hier wegmachen. Moos. Moos. Moos, 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 Moos. Ja, ich kann das natürlich alles hier auf Abbau stellen. Wenn da niemand ist, der das abbaut, ist es dann natürlich vollkommen sinnfrei. Muss man auch sagen. Gut. Aber ich hatte noch das Wirtshaus. Was war denn mit dem Wirtshaus? Fassbinderei. Da sagt er was. Stimmt. Die brauche ich auch noch. Sonst wird es nichts mit dem Bier. Hier müsste das eigentlich aber noch hingehen. Oh, ich sehe doch super in the range eigentlich. So, jetzt brauchen wir aber hier auch noch ein Lager, ganz wichtig. Weil sonst wird das hier auch wieder nichts. Wie mir das hier noch dazwischen gebastelt. Mal, wird eng. Mal, wird eng. Ich glaube, die gehen dann da nicht drüber. Da müssen wir echt aufpassen. Setz es mal hier hin. Okay. Hier, hier.
nehme mir dafür natürlich schon wieder ein bisschen Platz von meinem Wirtshaus, aber das Wirtshaus setze ich dann von hier ab hier runter. Wir müssen auch noch einen Platz finden fürs Kloster. Das ist auch was, was wächst. Ne? Das ist ja alles hier Sachen, die wegwachsen. Also hier kann ich ja dann hinten noch ein Feld nehmen, dann habe ich genug Platz für mein Herrenhaus. Weil dadurch kriege ich halt Schatzkammern. Und Schatzkammern, damit kann ich dann mehr Geld lagern. Ne? Also muss nicht immer gerade mit 500, oh 500, ich muss was kaufen, weil sonst ab 620 geht eigentlich nichts mehr drauf. Wobei bei der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass ich da zeitweise 800 von 600 hatte. Ne? Wenngleich ich das dann auch verkauft habe direkt. Also, ne? Also wenn ich direkt was gekauft habe, damit das Geld weggeht. Aber weiß nicht, wie das normal dann gelaufen wäre. Gut, wie sehen wir denn eigentlich hier oben aus? Wieso haben wir keine Steinblöcke? What is the problem, my little stupid cheesecake? Ja, der hat wahrscheinlich frei, der Kollege. Vielleicht sollte ich noch ein Steinmetz setzen. Ich habe doch noch Steine hier unten. Könnte ich doch noch einen Metzinger setzen. Steinbruch. Steinmetz. Nehmen wir noch so einen Typ. Bin auch am Überlegen, ob ich... Obwohl, zwei Bauernhütten haben wir jetzt schon. Ne? Hier oben hatte ich eine gebaut. Und hier unten hatten wir eine. Da, genau. Sind jetzt insgesamt 6 Baumeister, beziehungsweise 7, weil da habe ich schon einen in diesen Statuerbauer reingesetzt. Hier noch nicht. Habe aber auch noch 3 Arbeitslose, also von daher cool bleiben. Ja, wir machen erstmal das, weil dann habe ich hier schon Schatzkammer. Und ich kann dann schon anfangen und kann... Holzfällerlager, gut, das ist sehr gut, weil das sollte auch weg. Setzen wir mal einen rein und geben dem direkt Abbaugebiet hier. Muss alles weg, Kollege. Da hast du ein bisschen was zu tun. Holz sollte auch kein Problem sein, das zu lagern, weil Holzstämme haben wir nicht viele, aber ich habe einen Haufen Holz quasi als also zum Lager quasi, als überall ist, ja, überall vielleicht nicht, aber hier ist Holz drin, da sind nur 16. Hier ist auch nochmal Holz, das sind nur 12, also wir haben genug Holzlagerplatz. Das muss halt runtergeschleppt werden. Egal. Lassen wir einfach mal so. Eventuell durch das Wohngebiet hier nochmal ausweiten. Was ist eigentlich jetzt mit den 2 Brüdern, die hier im... Wo waren sie? War das das Goldlager? Oder war das... Ich meine, das wäre das Goldlager gewesen, oder? Eduin, ne? Eduin. So, ist Eduin wieder hier drin? Es ist doch... Ne? Was für einen Sinn macht's dann? Ja? Es sei denn, ich müsste hier andere reinsetzen. Aber ich kann ja auch niemand gezielt hier reinsetzen, oder? Wie soll ich das machen? Würdest du noch mal rausschmeißen wollen? Attraktivität niedrig, ja, toll, super. Ah ja, klar, niedrig. Dann sage ich denen, ey, geht raus, macht euch da oben ein Haus. Hier ist doch genug Wohngebiet, könnt ihr doch bauen. Machen sie aber nicht. Oh, das ist natürlich jetzt ein Problem. Da haben wir ein Problem. Ich lasse das mal kurz offen hier. Können wir das kleiner mal? Nein. Eduin mal weg. Mal gucken, wann die Jungs da wieder voll werden. Brauerei kann ich nicht bauen im Moment. Ich habe keine Asche. Das war ja in Ordnung. Ne? 4 Leute, okay. Und diese letzte Ressource haben wir noch nicht, weil wir noch... Doch, habe ich. Aber hier sitzt noch keiner drin. Wir setzen mal 2 Leute in die Juwelierwerkstatt.
Wir haben 9 Edelsteine. Das Problem ist, wir bauen diese Edelsteine nicht ab. Die kommen irgendwann da rein. Einfach so. Ja, also ich gehe davon aus, dass hier irgendwann im Eisenvorkommen ein Edel. Ach hier. Granlage. Da sind 4 Stück drin, richtig. Also die haben 4 Stück hier drin gefunden. Hier habe ich ja noch gar niemand. Doch, klar habe ich da einen. 2 Stück haben sie hier gefunden. Hier haben sie 3 gefunden. Und der hat noch gar keinen gefunden. Aber, nee, die 2, die sind zu zweit. Okay, die sind zu zweit. Alles klar. Aber die bauen sich hier ein Haus. Immerhin. Ne? Vielleicht sind es aber auch die, die sich jetzt hier gerade ein Haus bauen, weil ich sie da drüben zum zweiten Mal rausgeschmissen habe. Ist noch keiner drin. Bin mal gespannt. Aha, wenn die Leute befördert werden, tun sie ihr Haus ausbauen oder suchen sich ein passendes. Heißt es, wenn die befördert werden, würden die dann hier rausgehen? Weil ich meine, die waren ja wahrscheinlich schon befördert, sonst hätten die sich ja kein großes neues Haus gebaut. Das ist ja quasi eine Stufe besser wie das hier. Ist ja eigentlich das einzige Haus, wenn ich jetzt mal. Nee, stimmt nicht. Hier unten sind auch noch welche. Ne? Hier sind schon recht groß, muss man sagen. Hier hinten wäre eigentlich ein cooler Platz für die Brauerei. Für das Wirtshaus. Oder für das Kloster. Aber Kloster könnte man natürlich auch direkt an die Kirche irgendwie dranhämmern. Wobei ich die zweite Kirche hier auch noch irgendwo in die Nähe setzen wollte, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was das soll. Oder setzt man die zweite Kirche halt irgendwo hin, damit die halt quasi auch in die Kirche gehen könnten, wenn sie wollten. Da bin ich mir aber, wie gesagt, nicht so sicher. Was ist denn hier, Freunde der Einsamkeit? Bin mir gar nicht sicher, ob man das bei den Pflichtgründen machen muss. Bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber ich mach's trotzdem mal. So. Es wird nicht gebaut hier hinten. Ums Verrecken nicht. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt sagen, alles klar, komm her, wir machen jetzt mal. Ups. Wir machen jetzt mal hier den mal ein bisschen, kannst du mal ein bisschen forcieren, ne? Können wir ja mal machen. Zudem könnte ich rein theoretisch hier mal die nächste Bauhütte hinsetzen. Habe ich Leute, 2 Stück, ja, tatsächlich, in der Tat. Dann setze ich mal hier eine Bauhütte hin. Und setze hier gerade die 2 Leute rein. Denn dann können die mal hier unten so langsam loslegen. Vielleicht machen die das dann auch tatsächlich hier unten. Ich brauche sowieso nachher noch Baumeister, weil das wird immer mehr. Das wird nicht weniger. Also es ist nicht so, dass man irgendwann mal sagt, naja, jetzt habe ich ja eigentlich alles gebaut, jetzt kann es ja laufen. Rein theoretisch schon, aber praktisch, nee, nicht wirklich. Wir können die Brauerei bauen, ja. Der ist auch gleich fertig. Bräuchten wir dann noch mal 1, 2 Leute. Vielleicht kann ich was aus anderen Lagern abziehen, weil da müssen wir wirklich irgendwann gucken. Hier sind zum Beispiel überall 100 Sachen drin. Für was? Also ich verkaufe ja nichts. Wobei ich auch wieder nicht so ganz sicher bin, könnte ich zum Beispiel diesen Stoff verkaufen. Ja? Ist eine Frage. Könnte ich den Stoff verkaufen? Eigentlich nicht. Wenn ich davon ausgehe, dass ich nur das verkaufe, was hier gekauft werden will, ja, und sonst halt, wenn das nicht gekauft werden will, dann kriege ich es auch nicht los. Dann kann ich keinen Stoff verkaufen. Dann kann ich zwar Klamotten verkaufen, aber keinen Stoff. Weil es wird nirgendwo nachgefragt. Ja, also wird es auch nichts bringen, zu sagen, hier Stoff verkaufen. Ich bin mir, also ich habe es schon mal probiert, ich kann es auch noch mal probieren. Wir haben im Moment 142 Stoff, wobei das natürlich die ganze Zeit hoch und runter geht. Ich könnte mal den Stoff auf, sagen wir mal, 125 anheben und mal gucken, ob der Stoff weniger wird, aber ich bin mir
zu fast 100% sicher, es wird nicht verkauft. Also das hat keinen Sinn. Ja? Aber wie gesagt, hier sind eigentlich alle Artikel voll, bis auf so ein bisschen was nimmt ab und dann nimmst du wieder zu. Also Steine kommen, gehen zwei weg und dann kommen wieder zwei rein. Aber das ist ja im Grunde genommen Arbeit für einen Träger. Deswegen müssen wir da zusehen, dass wir, wenn die Lager voll sind, die Träger reduzieren. Sonst haben wir da, hier sind zum Beispiel auch zwei Träger drin, aber es ist für die Katze eigentlich. Ne? Deswegen, sobald hier das hier fertig ist, werde ich hier einen abziehen. Hier sind drei drin und es ist fast voll bis auf Holz, ne? Aber kann man auch einer weg. Hier hinten ist eine. Das ist in Ordnung. Hier sind auch zwei. Steinblöcke und Holzgut. Sehe ich vielleicht noch einen, wobei der ja nicht wirklich in die Gänge kommt hier, der Bruder. Keine Leute. Okay. Eventuell. Einer ist hier wieder drin. Eduin. Ich sag nichts mehr. Komm. Zieht da ein. Macht. Nehmt euch das Ding wieder und lasst mich einfach mit eurem Komfort in Ruhe. So einfach ist das einfach. Ne? Man versucht alles. Aber wenn die Brüder halt nun mal so sind, wie sie sind, dann. Geht's halt auch nicht anders. Dann müssen sie halt, ne, müssen durch. Mach das doch mal alles weg hier. Okay, hier ist zumindest ein bisschen, geht's schon mal ein bisschen ab. Wieso machen die eigentlich keinen Weg hier mitten durch? Naja, gut. Tiefer Wald. Lagerhaus gebaut. Da sind wir fertig. Darauf habe ich gewartet. Welches war's? Der? Habe ich sogar noch eine Ressource frei. Guckt euch das mal an. Lassen wir auch mal frei kurz. Hier haben wir drei drin. Da wollten wir einen rausnehmen. Und zwar Amphelisia. Lisa. Die kommt mit der Mondanai. Und hier machen wir dann was haben wir hier? Brauerei. Also hier müssten wir dann auf jeden Fall schon mal die Fässer reintun. Fassbinderei kommt ja hier. Zudem, wir müssen irgendwo Schmuck lagern, fällt mir gerade auf. Schmuck. Das war's erstmal. Weil für alles andere brauchen wir ja dann ein Nahrungsmittellager. Also sprich hier für Bier. Ne? Gut. Dann könnten wir. Wie sieht's denn jetzt hier unten aus? Ich habe doch hier Prio gesetzt. Also da sind wir schon mal korrekt. Wie viel haben wir hier drin? Ein. Hat auch genug zu tun. Also. Ist okay. Hier haben wir auch einen drin. Hm. Hier sind zwei drin. Und hier waren drei drin. Dann nehmen wir noch einen raus. Nehmen wir noch einen Vierer-Träger raus. Der hat natürlich jetzt gleich ein Riesenproblem. Weil der hier unten arbeiten soll. Das geht wieder auf den Komfort. Du kannst auch machen, was du willst. Kann nur hoffen, dass der sich hier unten, wenn er befördert wird, dass er sich hier unten ansiedelt. Das kann ich nur hoffen. Aber ich meine, es ist alles Wohngebiet. Die können sich hinsetzen, wo sie Bock haben. Noch keins, okay. Ich meine, auch die Fische, die setzen sich hier unten hin. Da bin ich sicher. Ja? Also ich bin sicher, der Fische. Ja? Das ist klar.
Diese Gebiete hier sind nicht so sehr beliebt. Naja, Herrgott. Aber da haben sie ja auch nicht wirklich gebaut. Doch da. Naja, gut. Okay. Aber hier oben. Schönes Häuschen mitten im Wald. Ist zwar nicht mehr lange Wald da, aber schon okay. Kann man nichts sagen. So, der ist hier am Fällen. Das ist gut. Das ist gut. So, wir haben 10 Dinge, wo keine Arbeiter drin sind. Also gut, hier die 2 ist klar. Willst jetzt aber im Eisen auch nicht übertreiben. Gut, hier haben wir Steine. Machen wir mal einen rein. Und Steinmetz. Noch einen. Gut, auf dass die Blöcke ein bisschen steigen. 141 Eisen habe ich schon mal. Ich glaube, dann lasse ich das auch erstmal sein. Auch mit dem Gold lasse ich sein. Warum auch? Ne? Also wir haben 63 Goldbarren. Ich kann zwar nachher... Ach so, warte mal. Ich könnte aber was machen hier mittlerweile. Ich könnte mittlerweile hier noch einen reinsetzen. Ich habe keinen mehr. So, hier haben wir 3 Leute drin, was vollkommen sinnfrei ist. Ich nehme mal den Dreier raus. Und du darfst ab heute Händler sein. Und verkauft Schmuck. Gut, wollen wir mal sehen, ob wir da den Komfort nicht auch ein bisschen heben können. Mein Herr Vogt steht bereit. Zweites Gebiet wäre das da hinten. Nee. Das hier. Ja. Oder das. Oder das. Das da. Nehmen wir das mal. Kommen wir ja noch dran, ne? Hier hat er nochmal Gold gefunden. Wow, das ist schon eine heftige Map. Also ich habe mit einem Eisen habe ich in der alten Map zu kämpfen gehabt. Und das war schon ganz schön dünn, muss ich sagen. Hier wird es anders laufen. Okay. Holz geht vorwärts. Ist auch in Ordnung. Wetter gehen vorwärts. Geht alles aufwärts. Haben wir im Moment hier kaum ein Problem. Hier haben wir nochmal ein Holzfällerlager, wo keiner drin ist. Das ist sehr schön. Müssen noch gucken, nachher brauchen wir Soldaten hier, die wir absetzen, also abstellen müssen. Hier ist einer drin. Hier sind 2 drin. Der ist aber so gut wie voll. Ich würde sagen, Herr Kollege, du wirst Holzfälle. Weil hier oben muss das auch mal weggemacht werden. Ja. Gut. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Auch hier wird so langsam dran gearbeitet. Das ist sehr schön. Dann setze ich den auch noch hoch. Hoffe, dass die Jungs dann auch gleich ihre Hütten hier bauen. Wenn ich die dann da reingesetzt habe. Was ist denn das? Keine Arbeiter zugewiesen? Wieso denn hier keine Arbeiter zugewiesen? Ist doch noch gar nicht fertig. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Kapiere ich jetzt nicht. Oder war das... Oh. Okay. Gut, noch einmal kurz durchgegangen. Da, gut, den brauchen wir. Dringend. Hopfenbauer. Mr. Hopfenbauer hat keine Hopfen. 1-1, blöd. Okay, er hier. Er hier muss dran glauben, der Kleinste. Ist egal. Ivan wird jetzt Hopfenbauer. So, Erntefeld einzeichnen. Und das müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig machen. War hier.
Und auch dieses Erntefeld hier mitten rein, ne? Also der baut das auch da mitten rein. Muss das nachher noch ein bisschen erweitern. Ich frage mich nur immer. Geht manchmal, manchmal geht es nicht. Manchmal wird das direkt angezeichnet oder eingezeichnet. Aber vielleicht ist das auch deswegen, weil der Typ wahrscheinlich noch nicht da ist. Ist egal, er wird das wohl machen. Schauen wir mal, was er hier baut. Oder anbaut an Hopfen. Wie gesagt, dieses Hopfenfeld, das kann man Gott weiß wo ansetzen. Ich kann das dem hier hinten geben, dann baut er auch da hinten Hopfen an. Aber ich glaube, das ist problematisch. Dann haben wir ein Problem mit der Geschichte hier von wegen, hier, das könnte ich noch mitnehmen. Denke ich mir gerade so, weil irgendwann hat er das ja weggehauen. Ah, guck mal. Eben, seht ihr es? Eben hat er da ein paar Hopfenfelder hingebaut. Nö. Mal gespannt, wie das ausgeht. Aber war wichtig. Wir haben 2 Bewohner bekommen. 2 Bewohner. Ich brauche noch hier einen Fassbinder und ich brauche noch einen Brauer. Von daher mache ich mal Soft mit den 2. Ich kann befördern und habe auch ein bisschen was an Geld. Machen wir die Unzufriedenen erstmal weg. Hier hat einer 50. Einer 25. Hier wieder die Dicksten, weißt du, die Dicksten haben wieder... Nein, ich sag nichts. Geht mir nicht gut. Gut, und hier? Die armen Schlucker sind voll zufrieden, alle. Fast alle. Ne? Waren nur ein paar... Komfort und Kirche. Ja, und Gottesdienst. Naja, gut, aber ich brauche sowieso Leute. Ne? Also, Gottesdienst hier... Guckt euch das an. Wir haben jetzt hier 85, haben wir schon 108. Also ich muss unbedingt was machen. Unbedingt. Blöderweise. Naja, egal. Kirsche? Nein, was mache ich? Achso, klar, muss ja hier drin machen. So, dann... Ach nee, das ist ja gar nicht die Erweiterung. Nehmen wir die hier. Wären dann 10, ne? Immer. Wären 20 mehr, dann wären wir auf 105. Immer noch zu wenig. Und wie gesagt, hier ist es halt wirklich blöd. Wenn ich die hochziehe, bringt mir das jetzt nicht was in der Raumgröße, ne? Bringt gar nichts. Eigentlich. So, dann haut drauf. Baut er einfach noch 2 hinten dran und gut ist. Geht alles zu dieser Raumgröße dazu, also von daher ist es egal, ja? Hier hinten steht dann nachher... jetzt noch 40 drauf, 125, und ich hoffe, dass das dann einigermaßen mit dem da hinhaut. Hoffe ich. Schauen wir mal. Noch mal ganz kurz durchgeguckt, wo sind wir denn? Wir sind eigentlich mit der Zeit am Ende. Lass mich noch mal kurz. Nicht so viel Gold. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal hier, das ist ja fertig, das Ding. Ach so, der Statuenheini hier. Ich lasse ihn trotzdem noch mal frei. Ich glaube, der andere hat genug zu tun. Da war was mit. Hier fehlt was. Ja, setzen wir noch einen dabei, ne? Weil irgendwas wird ja hier nicht verkauft. Wir müssen aber gleich gucken, dass wir. Oder das müssen wir beim nächsten Mal. Der erste Fischer ist fertig. Und ich habe gerade noch einen gehabt. Das ist wunderbar. Dann kann der schon mal loslegen. Genug Platz zum Einlagern hat er. Vielleicht baut er sich schon ein Häuschen. Wer weiß das. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Bedanke mich für euer Zuschauen. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei.
bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, hasta luego, macht's gut.